Hier stehen wir also im Moor, glaube ich. Sieht so ein bisschen so aus hier. Natürlich gerade alles zugefroren. Hier stehen wir in Siglöck Hallbjarnardottir. Und wir haben uns Hilfe geholt. Zwar nicht von Hulda, von der Hexe, sondern von Röskva, der Schwarzen. Sie hat uns ein Pulver gegeben. Und wir switchen mal schnell rüber. Hier ist Sigrid Mannadottir, die Jägerin. Die Jägerin hat uns ebenfalls geholfen. Sie will eine Falle aufstellen auf dem Platz, an dem wir gegen Asleif kämpfen werden, der uns ja herausgefordert hat zum Zweikampf um den Titel des Tarnen von Skjern. Und der Schmied hier drüben, Quelduf, der hat uns ebenfalls geholfen. Und ich sehe gerade, hier stehen noch so allerlei Kisten rum. Die sammeln wir mal ein. Da sind Ressourcen drin. Die können wir später sicherlich gebrauchen. Und wenn wir schon mal hier unterwegs sind, holen wir uns den ganzen Spaß gerade mal. Teilweise sind die auch leer. Seht ihr hier, Stoff war da noch drin. Ausgezeichnet. Stoff und Pulver. Und dann gibt es hier beim Schweinestall noch Holz und Pulver. Und wir könnten auch in diese Häuser gehen zum Teil. Auf jeden Fall in das hier. Gehen wir mal rein, gucken wir mal. Ach, geht gar nicht. Nefja wohnt dort. Okay. Dann also zurück zum Langhaus. Hier hatte ja der Kampf stattgefunden gegen Ottar Erlingsson und seine Brüder, bei dem uns Aslaif ja noch geholfen hatte. Und jetzt sind wir also zurück. Und ja, nach Ende des Kampfes hat Aslaif uns eben herausgefordert. So, wir schauen nochmal, was unsere Gäste hier zu sagen haben. Ragnhild, wie ich sehe, hast du alle Hände voll zu tun, solltest dringend deinen Clan auf Vordermann bringen. Sonst hast du beim Allthing schlechte Karten, also bei der Versammlung aller Krieger. Skule Schädelspalter sagt, das war ein scheußlicher Angriff, meine Kleine, aber nimm's nicht zu schwer, du hast die Situation hervorragend gemeistert. Eine Schande, dass die Trauerfeier deines Vaters durch so etwas gestört wurde. Und Halfdan Salmundarsson sagt, also das ist ja ein starkes Stück, was sind das nur für Drecksschweine, die dich während deiner Trauerfeier bedrohen? Aber wie heißt es so schön? Jeder irgendwas. Okay, wir beenden das Fest mal, indem wir ins Bett gehen. Wollen wir das wirklich? Ja, wir wollen es tun. Wir wollen Alfeig. Heißt der Alfeig? Aslife. Sorry, ich komme immer durcheinander. Wir wollen Aslife im Kampf begegnen. Mittags am nächsten Tag. Und hier sind wir auf der Insel Holmgang. Am nächsten Tag ruderst du zusammen mit Nefja und Kettil in einem kleinen Boot des Clans zur treffend benannten Holmgang-Insel. Dort werdet ihr von Sigrid und Ljot begrüßt, ist das Jägerpaar, die schon vor euch angereist waren, um den Kampfplatz abzustecken. Die Jägerin zeigt auf ein paar Zweige, die auf dem Boden verstreut liegen. Da drüben habe ich das Seil befestigt. Der Holzscheit liegt zwar gut getarnt unter den Zweigen, aber du solltest dennoch versuchen, Aslives Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, wenn er kommt. Okay. Kettil sagt, falls er kommt. Vielleicht hat er es sich auch anders überlegt und bleibt lieber zu Hause. Nefja knufft Kettil in die Seite. Oder vielleicht lässt Thor versehentlich seinen Hammer Mjölnir fallen, der daraufhin vom Himmel fällt und Aslaifs Boot zerschmettert. Also Nefja ist ja so eine, will nicht sagen zynisch, aber eine sarkastische Person auf jeden Fall. Ich will doch schwer hoffen, dass er kommt, dass er hier auftaucht. Falls nicht, werde ich ins Boot steigen und ihn höchstpersönlich hierher befördern. Ja, denn es geht ja um ein Duell, um eine Herausforderung und die muss jetzt ausgetragen werden.
Kettil schmunzelt, doch dann wird er plötzlich nachdenklich. Wenn das wirklich der Fall ist, muss es doch bestimmt eine bessere Lösung geben. Asleif hat die Sturheit und den Verstand eines Maulesels. Aber er gehört nun mal zur Familie. Kurz darauf trifft dein Herausforderer ein. Er wird begleitet von zwei jungen Männern aus seinem Zweig der Familie, die auch schon bei deinem Festmahl mit ihm am Tisch saßen. Okay, wir sprechen mit Asleif. Asleif macht einen benommenen und ermatteten Eindruck und er hat tiefe Augenringe. Er sieht dich nicht einmal an, als er den Ring betritt. Seine Stimme ist nur noch heisernes Krächzen. Oho, das Pulver der Hexe hat offensichtlich geholfen. Also er hat eine krächzende Stimme. Ich bin gekommen, um wie besprochen gegen dich zu kämpfen. Bist du bereit? Nefja spricht zu dir, doch während sie spricht, ruht ihr Blick immer noch auf Asleif. Sieglöck, ich melde mich freiwillig, dich im Kampf zu vertreten. Dein Angebot rührt mich, Nefja, aber das ist mein Kampf. Nefja nickt mit ernstem Blick und tritt einen Schritt zurück. Ich verstehe. Viel Glück, Sieglöck. Du steigst auf der gegenüberliegenden Seite von Asleif in den Ring und Sigrid gibt deinem Gegner ein Zeichen. Als Herausforderer in diesem Konflikt obliegt es dir, die Regeln dieses Duells vorzutragen. Asleif räuspert sich und trägt ungeduldig die traditionellen Regeln des Clans für den Einzelkampf vor. Ich, Asleif, Sohn von Grimwart, habe Sieglöck, Tochter von Halbjörn, herausgefordert, gegen mich um das Recht, unser Clan anzuführen, zu kämpfen. Der Sieger wird den Titel Tane von Skjern tragen und das Langhaus als Wohnsitz erhalten. Eine weitere Auszeichnung wird er nicht erhalten. Sollte der Verlierer den Kampf überleben, steht es ihm frei, dem Sieger den Treueeid zu leisten. Lehnt er dies ab, ist sein Leben verwirkt. Wer in diesem Duell fällt, wird hier bestattet. Alle Waffen sind erlaubt, das Duell ist beendet, wenn einer der beiden Krieger tot oder kampfunfähig ist. Er nickt noch einmal respektvoll, dann schwingt er seine Waffe. Als Herausgeforderte hast du das Recht auf den Erstschlag. Okay, wir sehen, hier ist die Falle. Und wir haben schon sehr stimmungsvolle Musik. Wir ziehen uns mal zurück. Vielleicht noch einen Schritt und dann so rum, dass wir in seine Richtung stehen und beenden wir die Runde. Und er aktiviert Schlagbereitschaft. Das heißt, glaube ich, wenn wir in seine Nähe kommen, schlägt er zu. Wir warten nochmal. Genau, jetzt geht er in die Falle. Und jetzt benutzen wir unseren Sturmangriff. Zack. 60 Schaden hat das gemacht. Ausgezeichnet. So, er hat sich aus der Falle befreit, aber damit gewinnen wir die erste Runde. Ausgezeichnet. Siegreich. Keine Verletzung. Du hast viel dazugelernt und das ohne einen Vater zu haben, der dich ausbildet. Er hat uns beide trainiert. Was hast du eigentlich gegen ihn? Er war ein großartiger Krieger und wie jeder andere auch, habe ich ihm dafür Respekt gezollt. Aber würde der König morgen die Leidang-Armee mobilisieren, wie viele einsatzfähige Krieger hätte unser Clan wohl vorzuweisen? Ein Dutzend? In unserem Clan ist die Hälfte der Frauen verwitwet und schuld daran ist Halbjörn mit seinen tollkühnen Expeditionen. Er schlägt seine Waffe gegen seinen zweiten Schild und nickt dir feierlich zu. Das Gift wirkt immer noch. Wir warten ab. Er hat erneut Schlagbereit aktiviert. Wir aktivieren mal Blöße vorhersehen. So, jetzt kommt er auf uns zugelaufen. Und jetzt können wir den Sturmangriff nicht benutzen, weil er direkt neben uns steht. Wir greifen ihn mal. Kritischer Treffer, dadurch, dass wir die Blöße vorher gesehen haben. Also eine Stelle, die nicht durch sein Schild gedeckt ist. Er greift zurück an, trifft aber nur unseren Schild. Okay. Und wieder ein kritischer Treffer, sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Damit haben wir auch die zweite Runde des Duells gewonnen. Keine Verletzung. Asleifs zweiter Schild ist gesplittert und löst sich vom Griff. Gestürzt geht er zum Boot, um seinen letzten Schild zu nehmen. Du kämpfst fast so gut wie Halbjörn. Ich hoffe allerdings, dass du als Tane besser sein wirst als er.
solltest du heute gewinnen. Ja. Ich hoffe, mit dir als meinem Huskarl dienen zu dürfen. Er nickt ohne zu zögern. Das gebietet mir meine Ehre. Und falls ich gewinne, solltest du mein Huskarl sein. Eine Frage. Wie gedenkst du uns zu regieren? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die auch bei dem Festmahl ja schon mal gestellt wurde. Also sozusagen dieses hier, so ein Laissez-faire-Ansatz, wäre eigentlich nochmal prinzipiell, würde sozusagen der Zeit entsprechen. Direkt zu sagen, dass wir das Unternehmen des Vaters fortsetzen wollen, ist glaube ich nicht so vorteilhaft, denn der hat ja, ist ja gestorben in England. Wir müssen die Verteidigung verbessern. Wir müssen uns um Bündnisse kümmern. Ja, im Grunde beides, aber ich glaube, ich gehe hier auf die Bündnisse. Wir haben unsere alten Bündnisse verkümmern lassen. Es ist an der Zeit, diese alten Beziehungen wieder aufleben zu lassen. Er überlegt einen Moment. Vielleicht hast du recht. Skule hat den großen Vorteil, in der Gunst von König Sigurd zu stehen. Auch wir werden Allianzen bilden müssen, wenn wir ihn besiegen wollen. Skule Schädelspalter. Aber genug geredet. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, wir gehen mal hier in Deckung und warten ab. Aslife kommt auf uns zugelaufen, was erneut bedeutet, dass wir nicht angreifen, also keinen Sturmangriff machen können. Wir haben nochmal, ich habe nochmal blöde Vorhersehen gemacht. Jetzt hat er quasi den ersten Schlag, aber wir werden einen kritischen Treffer landen, der allerdings komplett auf das Schild geht. Den Schild. So, diesmal haben wir geblockt mit unserem Schild. Und wir treffen ihn. 45. Ausgezeichnet. Oh, er wappnet sich und repariert seinen Schild. Können wir vielleicht nochmal einen kritischen Treffer setzen? Ja, nein, das war kein kritischer. Aber ganz knapp hat er es überstanden. Aber jetzt, keine Frage, haben wir Aslife außer Gefecht gesetzt. Ausgezeichnet. Also sowohl das Gift als Pulver, das uns Röskwa gegeben hat, als auch die Falle haben uns natürlich sehr geholfen. Dein Herausforderer versucht mühsam wieder aufzustehen. Seine Waffen lässt er jedoch im Schlamm liegen. Er schafft es nicht mehr auf die Beine, deshalb kniet er mit gesenktem Blick vor dir und gesteht damit seine Niederlage ein. Du hast mich von Röskwa vergiften lassen, stimmt's? Diese Krankheit habe ich dir zu verdanken. Er schüttelt schwach den Kopf. Und deine List mit dem Netz, wie konnte ich nur das Seil übersehen? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine solche Falle im Kampf einsetzt. Ich halte zwar nichts von solchen Spielchen, aber ich kann nicht leugnen, dass es seinen Zweck erfüllt hat. Es wäre mir wesentlich lieber, mich vor einer Frau zu verbeugen, die mich mit ehrlichen Mitteln besiegt hat. Doch ich bin von deiner Gnade abhängig. Ich ergebe mich und biete an, dir die Treue zu schwören. Ja, das werden wir annehmen, denn Aslife ist an sich eigentlich ein guter Kämpfer. Und er ist ja auch sozusagen Teil der Familie, wenn auch entfernt. Ich nehme dein Gelöbnis an. Eine seltsame Mischung aus Trauer und Erleichterung überkommt ihn. Er sieht dir eine ganze Weile fest in die Augen. Dann scheint er sich ein wenig vom Duell erholt zu haben und erhebt sich. Du erweist mir große Ehre. Ich hoffe, du hegst wegen meiner Herausforderung keinen Groll mehr gegen mich. Du sollst wissen, dass du dich von nun an auf mich verlassen kannst. Voll und ganz. Kettil reicht Aslife die Hand, der den Handschlag zögerlich erwidert. Willkommen bei uns, du alter Tölpel. Du hast gut gekämpft. Ich werde bestimmt froh sein, dich dabei zu haben. Auch Nefja schüttelt Aslife zaghaft die Hand. Es war dumm von dir, Sieglöck herauszufordern. Aber ich hoffe, du hast jetzt deine Lektion gelernt. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Okay, ausgezeichnet. Wir sprechen nochmal mit den Menschen hier. Mit J. Es war edelmütig von Aslife, dir die Treue zu schwören, und es war vernünftig von dir, ihn zu verschonen. Er ist ein starker Krieger, er wird dir von großem Nutzen sein. Und seine Frau Sigrid sagt, danke, dass du Aslifes treue Schuhe angenommen hast. Es war töricht von ihm, dich herauszufordern, aber den Tod oder das Exil hat er für diese Dummheit nicht verdient.
Ausgezeichnet. Gibt es denn hier auf der Holmgang-Insel noch etwas, das wir tun können, plündern könnten oder so? Das sieht gar nicht so aus, deswegen steigen wir zurück in unser Boot und fahren nach Skjern zurück. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Übrigens, es gab vor ein paar Tagen einen Patch, weiß nicht genau, was der verändert hat. Allerdings führt er offensichtlich zu längeren Ladezeiten gelegentlich, auch in den Dialogen. Also dass einfach der Dialog dann kurz stehen bleibt, wenn man auf Fortsetzen drückt. Und es eine Weile dauert, bis die nächste Sequenz kommt. Die kurze Rückfahrt mit dem Boot ist genauso langweilig wie die Hinreise. Die Holmgang-Insel ist von der Küste von Skjern aus gut zu sehen. Du kehrst als Siegerin zurück. Nefja schnallt sich ihren Schild auf den Rücken. Sie hat doch gar kein Schild. Egal. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Was machen wir als nächstes? Wir müssen etwas gegen Erlin Torgilsson unternehmen. Zeit seines Lebens stellt seine Familie eine Bedrohung dar. Ja, das stimmt tatsächlich. Was machen wir? Ich denke, wir werden gemeinsam sofort da hinziehen. Und jetzt wird uns die Minimap nochmal erläutert. Wir müssen in diese Richtung Skjern verlassen. Okay, das können wir tun. Gibt es in der Charakterübersicht noch was? Fertigkeiten, Attributspunkte und so weiter. Okay. Schauen wir mal kurz durch. Die haben alle keinen. Wir haben aber offensichtlich noch Punkte. 15 Stück. Wir werden unseren Schild nochmal verbessern. Ja, okay. Das machen wir. Schildstufe 2. Und wir kämpfen mit dem Schwert. Achso, da haben wir gar keine Punkte mehr dafür. Wie viele Punkte haben wir jetzt noch? 6. Eine Dänen-Axt wäre natürlich auch eine feine Sache. Fernkampfangriff, das haben wir ja nicht. Umtreten, betäuben, werfen. Schauen wir hier mal rein. Führung haben wir hier schon geschaltet. Steigert die Schadensreduzierung benachbarter Einheiten auf den Wert vom Anwender. Ah, okay. Fallen entdecken wäre, glaube ich, auch ganz cool. Schauen wir mal kurz bei den Herstellungssachen. Wir gehen mal bei der Jagd noch ein höher. Und gibt es hier was für 2? Ja, Bewachung. Diplomatie geht nicht. Wir machen die Bewachung hoch. Alles klar. So, jetzt müssen wir... Gibt es denn noch jemanden, mit dem wir sprechen können? Könnten noch mal zum Schmied gehen. Nein. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg zu dieser Wegmarke, die am Ortsrand von Skjern steht. Hier laufen unsere 4 Heldinnen. Genau, und den Kampf machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Hey du.